Hallo? Was ist denn das für ein Handy? Dein neues Handy. Wo ist meins denn? Liegt im Meer. Hast es reingeworfen, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich war ziemlich dicht. Triff uns im Hackerspace. Wo? Check deine Bilder und find's raus. Wessen Wohnung ist das? Verdammt, schätze, ich war dicht. Wie eine Strandhaubitze. Hol dir erstmal was zum Anziehen, dann sage ich dir, wie es weitergeht. Oh, und du musst dein Handy betriebsbereit machen. Also lad dir alles aus dem Store runter, bevor du wieder herkommst. Oh Mann, mein erster Tag und dann sowas. Freiheit. Und? Bin ich drin? Willkommen bei DedSec. Ohoho. Ich bin Zitara. Dieser Süße hier ist Josh, a.k.a. Hot Sauce. Yo, du bist Hot Sauce? Mann, ich stehe auf deinen Threadhouse-Hack. Echt krass. Danke. Dieser Irre ist Ranch. Das Wohl von vielen. Und dieser Casanova ist Horatio. Was geht, Bruder? Was geht, Mann? Das ist die Crew, hä? Ihr habt echt lang gebraucht, mich zu holen, shit. Ihr habt Blooms Bullshit gesehen. CTOS steuert nicht nur die Infrastruktur. Die Menge persönlicher Daten, die das Ding hier sammelt, ist echt total abgefahren. Ja, das sind Big Brother und Little Brother alles in einem. Hä? Es sieht alles, was du tust und verpetzt dich. Dank dir, Josh. Also, was machen wir jetzt? Vorschlaghämmer oder Feuer? Nein, Vorschlaghämmer und Feuer! All diese Daten an... Geht er in den Warmgang? Da drin sind es bestimmt 50 Grad. Mein Respekt hat er. Der gibt echt alles. Als hätte man den geheimen Q-Level gefunden. Thank you.
Was zum... Warum soll ich so eine Bedrohung sein? Das ist doch Bullshit. Ich könnte natürlich auch... Ich baue einfach eine kleine Backdoor ins System ein, dann komme ich später wieder rein. Sorry, Bloom. Wir sind noch nicht fertig miteinander. Er kommt raus. Schnapp ihn. Ja. Sofort stehen bleiben! Hilf ihm! Wo zur Hölle geht's hin? Josh! Okay, okay. Fick dich, Bloom! Ja. 2013 ergriff Chicago die Chancen der Smart Cities mit CTOS, einem verbundenen Betriebssystem für Massendatenüberwachung, Sicherheit und Transitprogramme. Mit ein paar hundert Zeilen Code konnten Hacker die zentralen Server kapern und das ganze Netz lahmlegen. Viele hielten den Angriff für das Ende der Smart City-Entwicklung. Sie lagen falsch. Direkt aus Silicon Valley koordiniert wurde CTOS 2.0 in den ganzen USA implementiert und eröffnete das Internet der Dinge. 6,4 Milliarden verbundene Geräte dienen als Sammelpunkte, zeichnen unsere täglichen Routinen auf und schaffen ein sichereres und invasiveres System. Aber wer hört sonst noch zu? Big Brother arbeitet nicht mehr allein. Tausende Little Brothers verfolgen und sammeln jeden ihrer Schritte für ein komplettes digitales Profil von ihnen, das gekauft, verkauft oder gestohlen werden kann. Spielzeug studiert ihre Kinder, meldet Marketingfachleuten ihre Gewohnheiten. Geräte, Konsolen und Heimsicherheitssysteme öffnen Unternehmen ein Fenster in ihr Privatleben. Jeder kann aus der Ferne die Kontrolle über ihr Fahrzeug oder Mobilgerät übernehmen, jederzeit. Vielleicht halten sie sich für immun oder unterschätzen das Risiko, jedoch ihr digitaler Schatten ist kompromittiert. Versicherungen überwachen ihre Gewohnheiten mit Algorithmen, um ihre Haftung zu errechnen. Krankenkassen bestimmen, ob es sich lohnt, ihren Krebs zu behandeln. Manipulierte Suchergebnisse und Newsfeeds beeinflussen ihr Wahlverhalten und lenken soziale Strömungen im großen Maßstab. Sie sind jetzt weniger wert als die Daten, die sie produzieren. Das ist die neue Realität. Untertauchen ist keine Option mehr. Die persönliche Freiheit ist zunehmend in Gefahr und viele wehren sich. Whistleblower, Aktivisten und Hacker haben die Fronten abgesteckt und das Establishment aufgeschreckt. Doch sind sie selbst gefährlich? Oder sind sie jetzt die letzte Bastion der Freiheit? Einem Ort heißt, die lehnen deinen Scheißantrag schon ab, bevor du ihn abschickst. Herzlichen Glückwunsch, Ihre Kreditkarte wurde im Voraus abgelehnt. Dein Haus oder die Versicherung? Das ist nicht mal das Schlimmste daran. Die ganzen Daten in der Hand der Regierung, die verknacken dich schon, bevor du was angestellt hast. Ging mir ja auch so. Ja, jetzt weiß ich auch wieso. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Scheiß drauf! Scheiß drauf, Mann! Wir sind Hacker. Wir sind cleverer und dreister. Ich sag, wir decken die Scheiße auf. Wir zeigen ihr allen was. Was Bloom vorhat, Mann, wir zeigen allen, dass ihre Daten missbraucht werden, um unsere Freiheit zu rauben. Fuck. Ich habe eine Backdoor installiert, da brauchen wir einfach nur durchgehen. Moment, du hast... Was? Eine Backdoor installiert. Da brauchen wir nur noch durchgehen. Bingo!
Hey, Mann. Hast du eine Uhr? Ja, Mann. Schon gut, schon gut. Ein bisschen spät zum Joggen, oder nicht? Hey, Mann, was machst du? Fliehst du vor den Cops? Vielleicht bin ich einer. Hey, du, kennen wir uns nicht? Schöne Party noch. Fick dich, Blum. Ich werde eine scheiß gute Zeit haben.